Jenny Wolf sagt auf Wiedersehen. Eine der erfolgreichsten deutschen Eisschnellläuferinnen verabschiedet sich nach dem Abschluss ihrer Karriere für ein Jahr nach Toronto. Ja, es ist schon schwer, weil Berlin ist eine schöne Stadt. Ich fühle mich als Berlinerin und werde auch da Berlinerin bleiben. Und es ist ja, sag mal, kurzfristig ein Jahr ist nicht lang. Ich denke, da kann man viel mitnehmen, aber ich denke, das Heimweh wird dann auch kommen und dann freue ich mich auch wieder auf zu Hause. Jenny Wolf will das Jahr nutzen, um Pläne für ihre Zukunft zu schmieden. Ein Stück von der mehrfachen Weltmeisterin bleibt aber in Berlin. Im Hotel Columbus hat sie ein selbstgestaltetes Zimmer mit reichlich Trophäen und Originalen, teilweise sogar mit Gebrauchsspuren. Ja, das ist ganz interessant. Das ist der aktuelle quasi von meiner letzten Saison. Hier hinten sieht man noch, der hat so kleine Spuren von einem Sturz. Ich glaube, das müsste sogar der Weltcup Berlin gewesen sein, wo ich leider hingefallen bin zu Hause. Das war nicht so toll. Der ist aus der Vorsaison, könnte sogar ein Weltmeisteranzug sein. Und hier ist ganz interessant, es sind halt die Akkreditierungen von den Olympischen Spielen. Also angefangen von 2002, 2006, 2010. Ein Abschiedsgeschenk lässt Jenny Wolf auch gleich da. Sie überreicht einen Spendencheck im Auftrag des Hotel Columbus. 350 Euro gehen an den Pflegekinderdienst Lichtenberg. Die Mittel stammen aus der Vermietung vom Hotelzimmer. Wir sind da seit vielen Jahren in der Zusammenarbeit und Jenny Wolf unterstützt uns ja in ganz verschiedenen Feldern. Und insofern freuen wir uns natürlich, dass sie jetzt also dieser Tradition quasi auch treu bleibt und auch sozusagen den Erlös aus der Jenny Wolf Suite zum Teil an Licky spendet, um also auch nochmal die Zusammenarbeit, die wir ja haben, auch nochmal zu festigen. Übrigens, wer den Trophäen von Spitzensportlern nahe kommen will, ist beim Hotel Columbus genau richtig. Viele Stars der Berliner Sportszene haben hier selbstgestaltete Räume, unter anderem auch Sven Felski oder Robert Harting. Nicht nur schauen, auch anfassen und Platz nehmen, es ist ausdrücklich erwünscht. Und ein bisschen wird Jenny Wolf ihren Lesestuhl wahrscheinlich auch vermissen.